Thomas Oppermann, Bundestagsvizepräsident, langjähriger Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag, ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren. Thomas Oppermann war gestern als Live-Gast in die ZDF-Sendung Berlin direkt eingeladen. Er sollte aus dem Göttinger Max-Planck-Institut in die Sendung geschaltet werden. Dort ist er dann zusammengebrochen und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, wo er heute Nacht verstorben ist. In Berlin ist mir jetzt mein Kollege Erhard Schärfer zugeschaltet. Erhard, ja, wenn man sich mal den Reigen der Reaktionen anschaut, muss man feststellen, viele Politiker zeigen sich erschüttert vom Tod Thomas Oppermanns. Auch die CDU-Vorsitzende würdigt ihn als überzeugten Demokraten. Dieses parteiübergreifende Entsetzen, diese Anteilnahme über seinen Tod, ist das ein Beleg dafür, dass Oppermann auf allen Seiten des politischen Spektrums ein geschätzter Ansprechpartner war? Definitiv, so kann man das sagen. Das sieht man ja auch an den Formulierungen, wenn man sie sich mal genauer anguckt. Irgendwie manche, wie beispielsweise der Bundeswirtschaftsminister Altmaier, sprechen von Thomas Oppermann als einem feinen Kerl. Irgendwie auch so aus den Reihen der AfD wird er von Beatrix von Storch gewürdigt als einer, der fair mit dem Parlament und damit eben auch mit der AfD umgegangen sei. Seine Leidenschaft für die Sozialdemokratie wird herausgehoben, natürlich von den Genossinnen und Genossen, und so setzt sich das fort über viele Äußerungen, die es bislang gegeben hat. Die Bundeskanzlerin haben Sie ja erwähnt. Das stimmt allerdings auch, muss man sagen. Er ist immer sehr fair gewesen. Er hat, auch wenn es innerparteiliche Konflikte gegeben hat, die relativ offen und wenn es sein musste, auch sicher hart ausgetragen, aber eben immer fair. Es gab keine Boshaftigkeiten, keine Nickeligkeiten gegen Andersdenkende, auch in seiner Partei und auch mit dem politischen Gegner. Ist er insbesondere ja in der zur Zeit der schwarz-gelben Koalition, als die SPD in der Opposition war, sehr hart umgegangen, sehr zugespitzt. Er hat die politische Auseinandersetzung auch geliebt und gemocht und er hat ja auch mächtig gefochten, aber er hat nie jemand persönlich angegriffen und das hat ihn definitiv auch ausgezeichnet. Tatsächlich ein feiner Kerl, da hat der Altmaier recht. In der Zeit der schwarz-gelben Koalition war Thomas Oppermann ja erster parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion, danach dann 4 Jahre lang Fraktionschef, nämlich von 2013 bis 2017. Wie hat er seine Fraktion aus Ihrer Beobachtung geführt und für welchen Kurs stand Oppermann in dieser Zeit, als seine Partei ja schon mit der Union zusammenregiert hat? Ja, vielleicht gucken wir zurück auf die Zeit als seine Zeit als erster parlamentarischer Geschäftsführer. Da habe ich ihn nämlich kennengelernt. Er war einer der ersten, die ich hier, als ich nach Berlin kam, mit denen ich regelmäßig zu tun hatte, eben in diesen Pressegesprächen oder in den Bundestagssitzungswochen, die er veranstaltet hat, die es auch heute immer noch gibt. Und da hat er sich immer sehr kämpferisch gezeigt. Da waren Formulierungen wie die Union, diese Koalition hat abgewirtschaftet, die SPD hat die besseren Konzepte und zwar aus folgendem Grund. Und er hat dann immer auch sehr viele Argumente anführen können, warum das aus seiner Sicht dann tatsächlich so gewesen ist. Später hat man ihm dann in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender viele Punkte, die er in Oppositionszeiten heftig kritisiert hat, beispielsweise den Umgang der Bundesregierung mit den USA im Zusammenhang mit der NSA-Affäre beispielsweise, hat man ihm dann später vorgeworfen, dass er da etwas zurückgenommener agiert hat. Aber das gehört wahrscheinlich auch dann zum Wesen eines Fraktionsvorsitzenden innerhalb einer großen Koalition, dass man da natürlich mit dem Kollegen Volker Kauder beispielsweise enger zusammenarbeitet, als das vorher zu Oppositionszeiten der Fall gewesen ist. Es ist ja logisch. Und insofern gab es da eine gewisse Entwicklung auch, wenn man so will. Und der ist aber dann auch später nochmal in die Schlagzeilen geraten, insbesondere im Zusammenhang mit der Edati-Affäre, die für die SPD-Fraktion keine besonders leichte gewesen ist, auch für die Partei nicht. Aber da hat er sich sehr stark gemacht für seine Partei, für seine Fraktion und allen Widrigkeiten zum Trotz ist diese Koalition an dieser Affäre dann ja doch nicht zerbrochen. Trotzdem, Erhard, hatte man ja immer das Gefühl, dass er gerade in den Gesetzgebungsverfahren sich genau auskannte. Auch die Details der noch zu beschließenden Gesetze genauestens kannte als gelernter Jurist, als ehemaliger Richter an den Verwaltungsgerichten in Hannover und Braunschweig. Ist das eine Gattung, die in Zukunft ein bisschen fehlen wird, auch mit Thomas Oppermann und seinem Ableben auch dem Bundestag fehlen wird, nämlich Vollblutpolitiker, die nicht nur Phrasen dreschen, sondern die sich tatsächlich auch in den Niederungen der Gesetzgebungsverfahren bestens auskennen?
Thomas Oppermann, denke ich, wird definitiv fehlen, obwohl er ja vor einigen Monaten schon angekündigt hat, nicht wieder für den Bundestag anzutreten, den er viermal hintereinander übrigens als Direktmandatsgewinner eingezogen ist. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite darf man sich auch bei den jüngeren Abgeordneten durchaus einige Hoffnungen machen. Da gibt es viele, die ähnlich engagiert zu Werke gehen. Also so ganz ausgestorben ist diese Spezies nicht. Was Thomas Oppermann ausgezeichnet hat, ist, dass er nicht nur einen Blick auf die Themen hatte, wie Sie sie gerade angesprochen haben, dass er ein leidenschaftlicher Innen- und Rechtspolitiker gewesen ist, was ihn auch ein bisschen enttäuscht hat vor einigen Jahren, als er dann nicht in dieses Kabinett hat einziehen können, was ein großer Wunsch durchaus gewesen ist von ihm. Aber er wurde dann in Anführungszeichen nur Bundestagsvizepräsident, weil einfach die Arithmetik und die Herkünfte aus Niedersachsen einfach zu stark vertreten gewesen sind in dieser Bundesregierung. Er hat sich auch mit vielen anderen Themen beschäftigt. Er war beispielsweise leidenschaftlicher Fußballfan und Spieler im FC Bundestag. Er war ein leidenschaftlicher Wanderer und da auch sehr fit und sehr agil. Ist immer mit seinen Freunden regelmäßig zum Wandern gegangen. Und er hat sich für viele andere Themen interessiert, beispielsweise auch für Industriearchitektur und hat auch da Leidenschaften entwickelt. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass Politiker, auch Jüngere heute, nicht vergessen sollten, dass es auch Dinge außerhalb des Parlaments und außerhalb der Partei gibt. Und wenn sich das einige bewahren, dann werden sie sich auch einen klaren Blick bewahren für das, was sie im Parlament tun. Diesen Appell, Herr Schärfer, lassen wir mal unwidersprochen stehen und danken ganz herzlich für diese Auskünfte und auch die ganz persönlichen Eindrücke, die Sie von Thomas Oppermann gerade wiedergegeben haben. Wir werden uns um 12 Uhr hier bei Phoenix noch einmal sprechen, denn auch beim Koalitionspartner der CDU gibt es heute einiges Neues zu berichten. Bis später soweit.